Age of Empires 2 ist eines der größten Erfolge der Videospielgeschichte. Das 1999 erschienene Spiel ist mit unzähligen Preisen ausgezeichnet worden und hat sich bis heute viele Millionen Mal verkauft. Durch die zeitlose Grafik und das spannende Gameplay ist das Spiel bis heute nicht in Vergessenheit geraten und erfreut sich bis heute an einer hohen Anzahl aktiver Spieler. Auch der dritte Teil der Reihe war sehr erfolgreich, doch trotz überdurchschnittlicher Kritiken und sehr guter Verkaufszahlen wurde das Spiel von den Fans eher durchwachsen aufgenommen. Nachdem das Spiel Age of Empires Online schließlich völlig gefloppt war, wodurch das Image der Marke stark beschädigt wurde, gelang den Entwicklern 2013 durch die HD-Edition von Age of Empires 2 eine Rehabilitierung. Schließlich erschien im August 2017 der Ankündigungstrailer für Age of Empires 4, was für einen riesigen Hype sorgte. Die Entwickler ließen zwar dann für ein paar Jahre nichts mehr von sich hören, doch seit Ende 2019 werden wir regelmäßig mit Informationen versorgt. In diesem Video möchte ich euch alle relevanten Informationen zusammenfassen, die aus dem bereits veröffentlichten Material ersichtlich sind. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir mit dem Gameplay. Das Spiel orientiert sich stark an Age of Empires 2. Nicht nur wird es thematisch wieder das Mittelalter umfassen, sondern auch das Gameplay ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar. Aus dem im April 2021 erschienenen Gameplay-Trailer ist ersichtlich, dass das Sammeln von Ressourcen wieder ein wichtiger Bestandteil des Spiels sein wird. Auch wird es wieder einen freien Städtebau geben, jedoch wird dieser von einem automatischen Dekorationssystem unterstützt, welches Straßen und andere Dinge hinzufügt. Außerdem werden Belagerungen ein wichtiger Bestandteil des Spiels sein. So bekommen wir im Spiel etwa die Möglichkeit, unsere Stadtmauern mit Bogenschützen zu rüsten. Außerdem enthält das Spiel eine Reihe von Belagerungswaffen. Bogenschützen können nun Pfeile auch über die Mauer schießen, was beispielsweise in Age of Empires 2 noch nicht möglich war. Generell werden die Karten im Spiel nicht mehr flach sein, sondern auch Höhenunterschiede in der Landschaft beinhalten. Es wird sowohl einen Singleplayer-Modus als auch einen Multiplayer-Modus geben, in dem bis zu 8 Spieler gegeneinander spielen können. Der Story-Modus hingegen ist im Stile einer Geschichtsdokumentation aufbereitet. Als nächstes schauen wir uns an, welche Völker wir im Spiel sehen werden. Die Entwickler von Relic Entertainment haben bereits bekannt gegeben, dass das Spiel 8 verschiedene Völker beinhalten wird. Davon sind bisher allerdings nur 4 bekannt. Diese wären die Engländer, die Mongolen, die Chinesen und das Delhi-Sultanat. Da das Spiel jedoch unter anderem die Belagerung Englands durch die Normannen thematisiert, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Normandie oder sogar Frankreich als Volk spielbar sein wird. Im Ankündigungstrailer sehen wir außerdem sowohl süd- als auch nordamerikanische indigene Völker, daher liegt es nahe, dass auch diese Teil des Spiels sein werden. Wir erleben also möglicherweise eine Rückkehr der Azteken aus Age of Empires 2. Die Entwickler werden sehr wahrscheinlich auch weitere Völker in Form von DLCs hinzufügen, wie es auch in den vorherigen Teilen der Fall war. Schreibt mir an dieser Stelle gerne in die Kommentare, welche weiteren Völker ihr gerne im Spiel sehen würdet. Außerdem sollen sich die Völker deutlich stärker voneinander unterscheiden. Über die Mongolen wissen wir beispielsweise schon, dass sie deutlich mobiler als andere Völker sind und sogar ihr ganzes Lager einpacken und damit weiterziehen können. Das Delhi-Sultanat hingegen verfügt beispielsweise über Kriegselefanten. Kommen wir nun zu den verschiedenen Zeitaltern. Wie bereits erwähnt, umfasst das Spiel zeitlich das Mittelalter. Die bereits angekündigten Zeitalter sind das Dunkle Zeitalter, die Feudalzeit, das Burgzeitalter sowie die Kaiserzeit. Die Zeitalter werden voraussichtlich eine ähnliche Funktion erfüllen, wie sie es in Age of Empires 2 taten. Bevor wir die Frage beantworten, wann das Spiel erscheinen wird, habe ich hier noch ein paar allgemeinere Infos für euch. Wie bereits erwähnt, wird das Spiel von Relic Entertainment entwickelt, also ein für das Franchise völlig neues Entwicklerstudio. Publisher werden wie in den vorherigen Teilen die Xbox Game Studios sein, welche damals noch unter dem Namen Microsoft Game Studios bekannt waren. Die Entwickler haben außerdem bereits ausgeschlossen, dass es einen Ingame-Shop oder sonstige Mikrotransaktionen im Spiel geben wird. Kommen wir aber nun zu der Frage, wann das Spiel erscheinen wird. Ein genaues Datum ist zwar noch nicht bekannt, jedoch haben die Entwickler bekannt gegeben, dass das Spiel im Herbst 2021 erscheinen wird. Wir müssen also nicht mehr sehr lange warten. Falls es weitere wichtige Informationen gibt, die ich in diesem Video nicht erwähnt habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen.
Schaut auch gerne auf meinem Kanal vorbei. Ihr findet dort Let's Plays zu Spielen aus eurer Kindheit, aber auch informative Gaming-Videos wie dieses. Also wenn euch das interessiert, lasst mir gerne ein Abo da. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!